Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit eurem Xarok. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute möchte ich euch ein Video zeigen. Wir haben die Amy mit dem Leo mal ein bisschen alleine gelassen und sind einkaufen gefahren. Kann man ja nicht mit den Hunden zusammen machen. Und den Leo haben wir ja erst seit kurzem neu bekommen und haben natürlich auch schon ein bisschen geübt mit ihm, dass wir erst mal 5 Minuten alleine lassen, dann mal 10 Minuten alleine lassen. Und heute haben wir es mal ein bisschen länger probiert und die Amy auch vor allem dabei gelassen. Und die Amy ist es ja gewohnt, dass sie öfters mal alleine ist. Die hat da jetzt nicht so ein großes Problem damit, mal eine Stündchen, 2 Stündchen, 3 Stündchen oder auch mal länger alleine zu sein, wenn es nötig ist. Und ist auch sehr brav. Und in diesem Video werdet ihr was Erstaunliches sehen, denn Amy, sagen wir mal, akzeptiert zwar den neuen Hund, aber hat ihn noch nicht so richtig zum Spielen aufgefordert. Und nach einer gewissen Zeit versucht die Amy scheinbar den Leo aufzumuntern, denn der Leo ist es ja nicht gewohnt. Und am besten schaut ihr euch das Video am besten mal selbst an. Viel Spaß!
total süß, oder? Meine Güte. Also Amy hat sich wirklich von ihrer besten Seite versucht zu zeigen und hat ihn immer wieder aufgefordert zum Spielen. Und Leo macht auch wirklich so ein bisschen mit, aber er kann nur nicht so ganz mit der wilden Art von der Amy was anfangen. Aber die haben das echt super gemacht und es hat mich sehr gefreut, dass es doch so gut geklappt hat. Und man muss halt leider irgendwann damit auch anfangen, die zwei alleine zu lassen, wenn man mal wohin muss, wo die Hunde halt nicht mit können. Ja, leider hat dann am Ende die Amy, ich sag mal, was angestellt. Also sie geht ja gerne auf den Computertisch oder auf die Fensterbank und schaut runter und hofft, dass wir bald wiederkommen. Und hier war sie dann wirklich auf dem Fernsehschrank, wie ihr hier sehen könnt, und dann auch noch auf dem Fernsehtisch. Also das ist eigentlich nicht die Regel, dass sie das darf, aber es ist auch mal sehr interessant zu sehen, was die Amy sich dann herausnimmt, wenn man sie mal alleine lässt. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es kommen bald viele, viele, viele mehr Videos von den Zweien und ich hoffe, dass ihr dann da auch wieder dabei sein werdet. Ich sage ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.